Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt von A bis Z jedes mindestens 10 Minuten. Und heute ist dran Godzilla! Teil 2. Teil 1 war ja mehr als enttäuschend. Aber wie schon vermutet, die richtige Lizenzgurke. Mal schauen, wie Teil 2 so ist. War of the Monsters, Godzilla 2. Naja, schauen wir mal rein. Wie schlimm kann es werden? Im letzten Teil, Teil 1, habe ich kaum die 10 Minuten überstanden. Kann ich ein Szenario aussuchen. Das erste da. Okay. Ist das ein Strategiespiel jetzt oder was? Das macht der Computer. Okay, Godzilla ist dran. Godzilla ist dran und Godzilla geht. Geh mal zu der Stadt. Army Base, Airbase. Army Base? Ich bin nicht Godzilla. Ich muss Godzilla bekämpfen. Aha. Okay, mit einem Strategiespiel habe ich jetzt nicht gerechnet. So, da. Ist ja richtig wie Advanced Wars. Das gefällt mir. So, da. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie hier die Game-Mechanik ist. Ist natürlich ein bisschen schwer so zu spielen, aber ich glaube, ich muss da einfach alles mal Richtung. Dann kann ich die nicht bewegen. Kann ich nicht bewegen, wieso nicht? Oh ja. Ich würde gerne den Panzer da nehmen und. Sehr gut. Truppen? Nein. Was ist, wenn ich mit den Panzern auf so ein Haus fahre? Wieso geht's nicht weiter? Verstehe ich nicht. Panzer? Und da? Na, da kann ich nichts machen. Okay. Uff. Warum kann ich nicht über Panzer drüber fliegen? Oder kann ich das eh? Oder kann ich nicht weiterfliegen? Das ist ein super Chat. Oder vorziehen. So, jetzt mal da gescheit Gas darüber. Und wie geht's weiter? Ja, ich lass mal mit Godzilla was machen. Ich habe jetzt eine Stadt zerstört. Okay. Geht natürlich gar nicht. Wir alle kämpfen nur gegen Godzilla. Das kann so ein Strategiespiel sein, wenn alle Truppen einfach nur auf Godzilla feuern. Wie kann ich da jetzt irgendwie eine Strategie draus machen? Ich bin gespannt. Angreifen. Na wem denn? Ist es nur Godzilla da? Okay. Jetzt kommt so eine Art Glücksspiel oder was? Godzilla getroffen. Godzilla schießt zurück. Fast, bin fast platt. Okay. Damit habe ich gerechnet, dass das passieren wird. Nein, ich will Status eigentlich sehen, weil von dem Ding. Nein, jetzt kann ich nicht mehr ziehen. Status. Okay, da steht ein Tür. Gut, move.
Na, move. Komm schon. Na, mit dem da vielleicht darauf. Kann ich den da angreifen schon, den Godzilla? Ja, greif an den Godzilla. Ein Strich habe ich ihm schon abgenommen. Aber wie kann sich denn ein Strategiespiel daraus entwickeln? Das verstehe ich nicht. Was soll das mit den Glückszeiten da oben? Ja, buff. Wahrscheinlich fast ganz hin. Buff. Ich könnte diese Stadt da beschützen. So, mit dem gehe ich auch noch da. Eins rauf. So. Was ist das? Status. Zu Ende. Ja, ich weiß, ich könnte noch mit mehreren Sachen ziehen, aber. Okay, was macht er jetzt? Ah, er ist jetzt ein zweiter Godzilla gekommen. Okay. Ja, so macht das natürlich schon ein bisschen mehr Sinn. Move. Ich würde gern von der Seite angreifen. So. Genau. Panzer. Dieses Glücksspiel schon wieder. Kanone natürlich. Und puff, puff, puff auf Godzilla. Vorbeigeschossen? Echt jetzt? Der hat auch vorbeigeschossen. Das ist ja spannend. So, da. Godzilla-Attacke. Ist eigentlich schade darum, dass man da nicht den gescheites Spiel draus gemacht hat. Bombe. Na, das hat mir nicht so gefallen. Ah, vorbeigeschossen, sehr gut. Godzilla braucht dringend Zielwasser. So, dann mal mit dem Bomber noch. Attacke auf Godzilla! Rakete. Der Bombe. Ah, Rakete. Rakete. Batz. Vorbeigeschossen. Ich weiß jetzt nicht, natürlich nicht, wie die anderen Missionen sind, aber das ist irgendwie, es hat nur ein bisschen den Anschein von verschenktem Potenzial hier, dieses Game. Natürlich hier. Und das ist hier alles ganz fancy. So, da. Ich würde gerne, dass du das Haus da beschützt. Da. Das geht hier nicht aus. Und da unten ist einer. Da fliege ich mit diesem Bomber dahin einfach. So, da. Noch ein Bomber. Der fliegt auch da runter. Gut. Next. Ja, normalerweise würde ich natürlich alle Züge ausnutzen jetzt, aber ich will einfach nur das Spiel ein bisschen kennenlernen. Was macht er jetzt, der Godzilla? Er kann ihn einmal angreifen. Ich will ab mit der Kanone, würde ich sagen.
der weg? Wieso ist der jetzt weg da? Der unten ist wieder weg. Das ergibt jetzt für mich nicht allzu viel Sinn. Warum war denn eine Runde da? Was auch immer. Nein, ich will dich eigentlich angreifen. Attack. Schießen. Wieso hat er eigentlich schon wieder zwei Lebenspunkte, der Godzilla? Kriegt er immer wieder Lebenspunkte dazu, oder was? Ich raff's nicht. Attacke auf Godzilla. Warum? Wenn ich mit der Gun schieße, nehme ich ihm Leben ab. Mit der Rakete nehme ich ihm was anderes ab. Das ergibt für mich nicht so unglaublich viel Sinn. Der ist weg. Tschüss. Kleine Atomwolke. So. Macht nichts. Kann ich endlich mit dem angreifen, nämlich. Was auch immer das ist. Schild, Schild, Schild. Gar nichts gebracht. Warum dauern auch die Kämpfe so ewig lang? Ah, das ist öde, Leute. Nein, ich möchte nicht moven, ich möchte schießen. Attack. Nein, ach, der springt immer auf Move, come on. Attack. Godzilla. Ach, die mache ich Schluss, das ist einfach Schwachsinn, das Spiel. Schade, das ist wirklich schade, weil das hätte eigentlich gut sein können, aber. Schon gefreut, ja, strategisch cool. Und da sowas. Aber es erinnert schon sehr stark an Advance Wars. So wie die Einheiten auch ausschauen und so. Ja, krass, aber ich lasse es. Ich meine, es ist leider einfach öde. Es ist leider einfach öde. Und es ist jetzt kein gutes Spiel und es war sicherlich auch damals kein gutes Spiel, das garantiere ich euch. Wenn ihr andere Meinung seid, dann bitte natürlich gern in die Kommentare geben, was sagt ihr zu Godzilla 2, dem Strategiespiel. Ansonsten, da unten könnt ihr abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NS-Video in eurer Postfach und da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Und über einen Daumen hoch, da freue ich mich natürlich auch immer. Ciao Leute, bis bald.